Mir gegenüber sitzt jetzt Frau Joy Joe. Is that pronounced correctly somehow? Correct. Okay, thank yes. you. My Chinese is perfect, yeah. Okay, good Sie, to know. Sie repräsentiert die Henan Tourism Group, also sie steht hier für die chinesische Provinz Henan. Da würde ich gerne erstmal wissen, wo in China liegt die? Where exactly in China is your province? Well, let's take the map of China as a rooster. So my province Henan is exactly located at the heart place. So we say Henan is like the heart of China. Okay. Wenn man sich die chinesische Landkarte vorstellt und wenn man sich vorstellt, das wäre ein Hahn, dann, und mit ein bisschen Fantasie ist das gar nicht so schwer, dann ist die Provinz Henan genau da, wo das Herz des Hahnes eigentlich wäre. Was ist das Besondere an der Provinz? What's special about your province? Well, Henan is considered as where China began. As all the European friends know, China has a history of more than 5,000 years, and among which 3,000 years happened in my province. Let's say, there were altogether more than 200 emperors in Chinese history established or moved their capitals in my province. And we all know there are 8 ancient capitals in China, and 4 of them are in my province, Henan. Die chinesische Geschichte geht ja etwa 5000 Jahre zurück und die Henan-Provinz, das ist das, wo China wirklich angefangen hat. Es gibt mehr als 200 Kaiser, die von dort herkommen und insgesamt hat China 8 verschiedene Hauptstädte gehabt und 4 davon liegen in dieser Provinz. Wie, just a moment. Was kann man von dieser alten Geschichte in der Provinz heute noch sehen? What from this ancient history can still be seen today in your province? Well, yes. Now if you come to visit Henan, you can still visit the 4 ancient capitals. And among which the 4 cities are very well known in the world. One is Luoyang, the ancient capital of the 13 dynasties. And it is also confirmed as a starting point of Chinese ancient Silk Road. Also es gibt die 4 Hauptstädte kann man natürlich noch sehen, die früher mal alle zu verschiedenen Zeiten Hauptstädte von China waren. Und es ist auch der Beginn der Seidenstraße. Gibt es da bestimmte Museen, wo man auch diese Geschichte sehen kann? Do you have museums that display this history? Yes, yes. In China we have 3 national level museums. Let's say the first one will be the Forbidden City in Beijing. And the second one should be the Nanjing Museum. And third one is my museum, Henan Museum. These 3 museums are the state level ones. They are not like others, like Shaanxi Provincial Museum. So that tells the importance of Henan Museum. Wenn man nach China kommt, sollte man 3 große Museen sehen. Einmal in Peking, einmal in Nanjing und dann eben auch in der Henan-Provinz, wo man die ganz alte Geschichte Chinas erleben kann. Wenn man dorthin kommen will, wie kommt man am besten hin? Kann man von der Hauptstadt oder von Shanghai, von Hongkong aus, gibt es da Direktflüge? If you want to come to Henan Province, what's the best way to get there? I guess you'll have flights from Beijing, yes. From Shanghai, from Hong Kong or whatever. Right, right. So generally speaking, international travelers will arrive Beijing at the first station. And then from Beijing to the capital city of Henan Province, you can take either the flight, which is only 1.5 hours, or by high-speed rail, which is 2.5 hours. Okay. Man kann von Peking in 1,5 Stunden mit dem Flugzeug dahin kommen, aber mit dem Zug dauert es nur 1 Stunde länger und man kann unterwegs was sehen. And you can see something on the way. Yes, from the train. Of course. Yes, you can confront with the local people. And also you can see the beautiful views along the railway. Ja, man kann die Leute natürlich im Zug kennenlernen und man kann die Landschaft genießen. Und außerhalb der Provinzhauptstadt, was sollte man sich da angucken? What should people see outside the provincial capital? Yes, in Henan, we would like to arrange tourists to visit not only Luoyang, and Luoyang is the ancient capital of 13 dynasties. We can also visit the Kaifeng. Kaifeng is the ancient capital of 7 dynasties. Like in Chinese history, we all know there are 2 very prosperous dynasties. One is the Tang,
the other the Song. So both of these two dynasties had capitals in Henan province. So Kaifeng is for Song and Luoyang is for Tang. Zwei der erfolgreichsten, wichtigsten, einflussreichsten Dynastien in der ganzen chinesischen Geschichte, die hatten ihre Hauptstädte in der Henan-Provinz und die kann man da natürlich auch besuchen. Wie kommt man am besten rum? Gibt es Busse, die dorthin fahren, wo man Touren buchen kann mit der Bahn oder sollte man sich einen Mietwagen nehmen? What's the best way to get around in Henan? Henan is buses, ideal destination for bus travel. Okay. Between the tourist attractions, it's always within 2 hours driving. And furthermore, it's very easy for clients to go around China from Henan province. Let's say from Zhengzhou, my capital city, to Xi'an, where you know the Terracotta Warrior Armies. Mm. It's only 2 hours by the high-speed rail. And to Shanghai to the east is by flight, 1 hour, 40 minutes. Die Provinz ist so zentral gelegen, also man kann erstmal innerhalb der Provinz sehr viel erleben mit dem Bus, weil man kann innerhalb von 2 Stunden sind alle diese, also keine dieser Attraktionen ist mehr als 2 Stunden voneinander entfernt. Aber man kann zum Beispiel nach Shanghai in 2,5 Stunden mit dem Highspeed-Train fahren. In gut einer Stunde ist man da, wo die berühmte Terrakotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers sich befindet. Also insofern ist die Provinz auch ein hervorragender Ausgangspunkt, um andere Teile von China zu entdecken. Wer sich informieren will, der kann auf die Seite gehen www.joychinatravel.com. Joychinatravel.com, that's your website where yes. you have offer all the information that right. people need. Right. And I think Yangtze River Cruise is very well known in the German market. And from my city Zhengzhou to the starting point of the Yangtze River, Wuhan, is also 2 hours by high-speed rail. Okay, also man kommt von der Provinzhauptstadt innerhalb von 2 Stunden mit dem Expresszug auch dahin, wo die Flussfahrten auf dem Yangtze River anfangen. Also das ist schon ideal gelegen. Thank you very much for being here. Thank you very much. Thank you.